Willkommen zu Let's Play Yu-Gi-Oh! Master Duel. Ja, das hast du jetzt verschwendet. Ich werde diese Runde eh nichts beschwören. Also nichts speziell beschwören. Ja, kannst du ja machen. Mir egal. Matika. Habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr gesehen eigentlich. Ich glaube, ich werde immer noch nicht zu viel beschwören. Das ist halt der Vorteil, wenn man ein uraltes Deck benutzt. Den lasse ich auch. Also mache ich mal das. Das ist jetzt eine gute Frage. Was passiert mit Zukunftsvision? Wird das dann negiert dadurch? Aber ist ja nicht so schlimm. Ich habe mein aufgegeben, ja, auf dem Friedhof. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. Und ich verstehe nicht, warum man das macht. So, jetzt kommt die Frage. Wirkt Zukunftsvision trotzdem noch oder nicht? Nicht so nicht schlimm, aber sehr schön. Nee, es negiert. Na gut. Dann nehmen Plan B. Ach, ich hätte aufgegeben, Kuribo benutzen können. Ah, ich bin so dumm. Ach, ich bin so dumm. Aber das macht mir jetzt gerade keine Angst. Aber ich nehme mir jetzt trotzdem einfach so. Komm, ich mach's einfach. Bisschen verschwendet, bisschen zu voreilig, finde ich, aber egal. Bam, 6100. Schon ein bisschen Risiko hier, wenn er meinen aufgegeben zerstört, bin ich komplett nackt. Ach, ich hätte ihn vielleicht vom Friedhof klauen können, merke ich gerade. Ah, ich hätte ihn. Ja, oh, das wäre so fies gewesen, wenn ich ihn seinen Friedhof geklaut hätte. Oh, Mist, das habe ich jetzt eine Chance verpasst. Ah! Aber ich kann nichts machen. Ja, ich muss einfach mal machen und schauen, was passiert. Aber der wird ihn jetzt gleich zerstören, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ja, ich konnte nichts machen. Ich werde diese Karte nicht los. Und den setze ich mal zum Blöffen. Okay, jetzt brauche ich die Karte gesetzt zu haben. Ach, scheiße. Ah Mann, jetzt hätte ich was ziehen können, wenn ich die Karte, also die Ritualkarte nicht gesetzt hätte. Ah Mann. Und ich hätte so einen guten Start hingelegt. Ach Mann. Hatten wir die schon eben? Spielt euch heute irgendwie jeder Dogmatiker oder was ist hier los? Oder Labyrinth oder was auch immer das sein soll. Oder das ist einfach ein krasser Fall von Zufall und Déjà-vu. Kinder, okay, also müssen wir Abwechslung hier reinbringen. Ich wechsle mein Deck ja auch häufiger zwischen den drei Stück, die ich habe. Aber ich mache es ja immerhin. Unnötig. Komplett unnötig. Hatte viel zu spät benutzt. Ich könnte doch jemanden aus meinem extra Deck holen, aber wenn, dann höchstens nur noch einen. Oh, ey. Oh, was spielen alle dasselbe Deck? Sehr langweilig. Mal gucken, ob ich das negieren kann. Jawohl. Auch wenn es rein gar nichts bringt. Ja, okay. Aber es war lustig trotzdem. Oh, Kinders. Eben zwingt mich was zu machen, worauf ich keine Lust habe. Aber weil ihr dieses blöde Deck auf einmal spielt, ist irgendwie nur eine Miete, die ich verpasst habe oder so. Ach nein, ich muss das erste spielen. Ah, oh, ich bin so dumm. Für die Stack muss ich jetzt erste spielen, ausnahmsweise. Ich bin schon so gewohnt, immer sofort auf zweiter zu drücken. Ah, oh, das war dumm von mir. Kacke. So, wenn der jetzt auch noch dieses, genau dieselbe Deck spielt, ich weiß nicht, was ich mache. Oh, der macht gar nichts. Na gut, soll mir recht sein. Wieso macht er nichts? Ich will sehen, welches Deck er hat, damit ich weiß, ob ich mich drüber aufregen soll.
Ach, Manu. Na gut. Ach, er hat meine... Ach, er hat meine Dings zerstört. Ach so, ich dachte, er zerstört den Dino. Stand das irgendwo oder habe ich das einfach übersehen? Naja, gut. Hat wenigstens noch ein extra Leben, mein Dino. Und für alle Filme, wenn man das Angst gemacht hat, platziere ich jetzt hier noch einen zweiten. Wow. Ey, was ist das heute für ein beschissener Tag? Ey, alles nur beschissene Duelle. Okay, ich gebe zum Beispiel auch ein beschissenes Deck, aber... Mein Gott, Yu-Gi-Oh! Ist ja ein kompletter Marsch. Unnötig, komplett unnötig. Wenn er sich die Karte auch mal lesen, durchlesen würde, würde er sogar merken, dass Max C fast komplett unnötig ist, außer er spielt ein Wasserdeck. Dann könnte man sich vielleicht noch denken, aber ist mal ehrlich, wer spielt schon Wasser? Ich gebe den Donnerkönig mit Absicht den Mondspiegel nicht, weil ich mir das für den Dino aufsparen will. Oh, wem wird... Finde... Oh, da hat jemand sich nicht den Mondspiegelschild durchgelesen! Ich verstehe nicht, warum er das macht, weil der hat keine Verteidigung. Ich muss ihn noch angreifen, habe ich gewonnen. Ja, warum macht er das? Warum macht er das? Warum tut er all diese krassen Dinger machen und weiß, dass er gleich verliert? Ich muss doch einmal angreifen, dann war es das. Ich verstehe nicht, warum er sich diese Mühe gemacht hat, aber okay. Ja. Boah, was für eine beschissene Folge das heute ist. Und das war's mit dieser schrecklichen Folge von... Let's Play Yu-Gi-Oh! Master Duel. Lasst ein Like und ein Abo da und die Glocke nicht vergessen. Und den ganzen Kram und so weiter, keine Ahnung. Und vergesst nicht, Leute, bei 569 Abonnenten kommt die nächste Analyse. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüssi.